Also ich bedanke mich für die Einladung und natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen über die Fotoforese referieren zu dürfen. Innsbruck hat sich ja auch immer wieder beteiligt. Leider nicht so viel über die Dermatologie, aber doch über die Blutbank, wie ich sehe. Haben wir auch einen Wegbegleitenden zum Teil auch hier als Zuhörer. Ich werde versuchen, ein bisschen einen Überblick über alle Indikationen, die über die Fotoforese in den letzten Jahren sich etabliert haben, hier zu berichten. Prinzipiell, was sich nicht geändert hat, und das ist seit 82 wurde die Fotoforese eigentlich von Professor Edelson erfunden, tun wir immer wieder betonen, dass das an und für sich die erste selektive Immuntherapie für Krebs definiert wurde. Und das wurde erst eher viel später, auch im New England Journal of Medicine, erkannt, vor etwa 4 Jahren. Aber 1988 wurde sie, wie bekannt, für das kutane T-Zell-Lymphom auch von der FDA als einzige Indikation in der Fotoforese zugelassen. Was wichtig ist, 2014 haben wir schon über 1 Million Behandlungen weltweit durchgeführt. Und das spricht dafür natürlich, dass wir wirklich eine sehr gute Übersicht haben über die Nebenwirkungen dieser Therapie. Und die ist eigentlich sehr, sehr gut. Das Sicherheitsprofil der Fotoforese in den letzten 30 Jahren zeigt, dass die Fotoforese scheinbar keine wirklich signifikante Nebenwirkungen hat. Das heißt nicht, dass sie keine hat, aber sie hat natürlich wirklich keine große bedeutende. Seit 1985, wo auch die ersten Geräte produziert worden sind, hat sich am Verfahren im Prinzip nichts geändert. Nach wie vor ist das eine Puder des Blutes. Ich glaube, das Wichtige, was man immer wieder betonen muss, ist der große Vorteil, und das haben wir in Wien eigentlich entwickelt, natürlich, dass das Psoralen nicht bei Ostend-Patienten verabreicht wird wie in der Puder, sondern extrakorporal. Damit haben wir ein 1/500 der oralen Dosis in der Puder-Therapie und damit sind auch die Nebenwirkungen der bekannten Psoralen-Einnahme natürlich fast auf null gesunken. Also wenn man im Plasma eine HPLC zurückinfundierten Blutes macht, werden wir nach den jetzigen Methoden auch kein Psoralen mehr finden. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Was hat sich an der Grundeinstellung bezüglich der Behandlungsmethoden geändert? Eigentlich hat sich nicht vieles geändert. Diese 2 aufeinanderfolgenden Tagen sind nach wie vor Standard in der Behandlung. Was sich aber ja geändert hat in den letzten 2-3 Jahren besonders, ist natürlich die Intervalle zwischen den Behandlungen. Diese Intervalle können natürlich 1, 2, 3 oder 4 Wochen sein, das ist sehr variabel. Ganz, ganz fixe Daten gibt es in dieser Richtung nicht. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Forschungsarbeit zu leisten. Aber prinzipiell gibt es natürlich Möglichkeiten, wo auch in gewissen Indikationen, wie bei der akuten GVHD-Patienten, sehr oft in einer Woche nicht 2-mal behandelt werden, sogar 3-mal. Ob das wirklich so viel besser ist, da gibt es keine prospektive, kontrollierte Studien, die uns überzeugende Daten liefern. Ich glaube, da kann man auch sehr viel Arbeit machen. Bezüglich, wann können wir beurteilen, ob die Fotoforese überhaupt bei diesen Patienten wirkt oder nicht, das hängt von der Indikation ab. Bei den Lungentransplantierten behandeln wir überhaupt hauptsächlich nur 3 Monate. Ich bin der Meinung, beim Sézary-Syndrom muss man sehr oft bis zu 12 Monate warten. Das ist an und für sich die Entwicklung des geschlossenen Systems. Das ist ja das einzige System, welches wir in der Dermatologie oder außerhalb einer Blutbank benutzen dürfen. Alan Rook und ich sind der Meinung, dass dieses Urgestein der Fotoforese, welches an der Columbia Universität benutzt worden ist, 1982 nach wie vor das beste Gerät war. Wir haben da möglicherweise wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt und die Erklärung ist sehr einfach, nämlich die Plastikoberfläche, wo das Blut zirkuliert, also die weiße Blutzellen mit Plasma zirkulieren und mit UVA bestrahlt werden, sicher die größte ist von allen diesen Geräten. Das ist das modernste Gerät im Moment, hat Vorteile im Sinne, dass man hier auch Patienten geringeren Körpergewichtes behandeln können, sprich Kinder und möglicherweise, wenn man das Glück hat, 2 brauchbare Venen zu finden, natürlich mit einem 2 Armenverfahren viel rascher die Patienten mit dieser Behandlung fertig machen können. Für mich war nur für sich dieses Gerät sicher genauso gut wie dieses, aber da gibt es leider keine Vergleichsstudien. Wir müssen heute mit diesem Gerät auch nur für sich leben,
Die Knochenmarkstransplanteure sind der Meinung, dass dieses Gerät, und das ist an und für sich relativ sehr neu, ist noch nicht überall eingesetzt, aber wird sicher in Zukunft häufiger eingesetzt werden, besonders wenn es in der Dermatologie gemacht wird, sicher das Zukunftsmodell. Nach wie vor die erste Indikation, weil sie auch offiziell von der FDA zugelassen wurde, ist das Sézary-Syndrom, eine Variante des kutanen T-Zell-Lymphoms. Und wie wir heute wissen natürlich, der Grund, warum es auf die Photophorese wirkt, ist, weil wir hier sicher sind, dass hier Blutzellen zirkulieren, die auch behandelt werden können. Bei den anderen Indikationen, wir werden kurz dann sehen, die letzten Publikationen, haben wir diese Daten nicht, aber es besteht die Möglichkeit, dass auch bei der frühen MF die Photophorese auch funktioniert. Aber hier ist es eigentlich sehr leicht zu erklären und dieses Konzept hat sich auch bis heute nicht geändert. Sézary-Syndrom kann man auch mit Puva behandeln, aber nachdem wir hier zirkulierende Zellen haben, ist es natürlich logisch zu denken, und das war auch der Grundgedanke vom Edelson, behandeln wir die Zellen, wird der Patient vielleicht auch ansprechen, und das hat funktioniert und das hat uns auf die Idee, überhaupt alle T-Zellen bedingte Erkrankungen mit der Photophorese zu behandeln. Und wie man sieht, Hauptindikation für Sézary-Syndrom, hier ist eine Vergleichsstudie, die in San Francisco voriges Jahr im Dezember bei der American Society of Hematology Lymphomgruppe vorgestellt wurde. Das zeigt sehr schön auch, dass die Photophorese in USA auch die meistindizierte Erstindikation für Sézary-Syndrom ist. Ein bisschen mehr sogar als in Europa. Das lässt sich auch zum Teil erklären. Das sind Erkenntnisse, die ich eigentlich in den letzten Tagen gewonnen habe. Das hat natürlich auch mit der Situation wie Länder wie Spanien, wo die Kosten der Photophorese nicht mehr gedeckt werden. Und da kriegen die Patienten zum Beispiel die alte Winkelmann-Schematherapie mit Chlorambucil plus Prednisolon. Und da wird natürlich in Europa nicht so viel photophorisiert wie in den USA. Nach wie vor, ich glaube 2015 können wir sagen, es ist die Photophorese sicher, wenn man die zur Verfügung hat, die erste Therapie, einer der Therapien der ersten Wahl für erythrodermische kutane T-Zell-Lymphom. Was ich nach wie vor immer wieder erzähle natürlich, ist, dass die Photophorese in den letzten Jahren, gerade bei dieser Indikation, sich gekennzeichnet hat, dass man diese Therapie mit fast allen anderen Mitteln, die wir für diese Erkrankung benutzen, kombinieren lässt. Also sogenannte Multimodality Therapy ist ein für sich ein Ausdruck, der Kollege Alan Rook geprägt hat und eigentlich von der Dermatologie stammt. Das war auch eine Diskussion im New England Journal of Medicine, wo die geglaubt haben, dass das hier in der Onkologie geprägt wurde, aber de facto ist das zum ersten Mal in der Dermatologie benutzt worden. Hier sind die Substanzen, die Kombinationsmöglichkeiten, die wir hier mit Photophorese beim kutanen T-Zell-Lymphom benutzen. Die Hauptkombinationsprodukte sind natürlich Interferon Alpha und Bexaroten. Interferon Gamma wird leider nicht sehr viel benutzt, auch weil es sehr teuer ist, weil auch natürlich die offizielle Indikation für diese Substanz nicht das kutane T-Zell-Lymphom ist. Aber Zentren wie auch beim Kollegen Ruck behaupten, dass das Interferon Gamma möglicherweise viel, viel besser als das Interferon Alpha wirkt. Ich glaube, da sollte man in Zukunft vielleicht doch eine Studie machen, um zu sehen, ob wir hier tatsächlich bessere Ergebnisse erzielen. Kombination mit allen hautgezielten Therapien, ob es mit Stickstofflos, Puva, Total Skin Electron Beam Therapy, alle diese möglichen Komplikationen sind berichtet worden und scheinbar gibt es hier keine Kreuzreaktion mit der Photophorese. Die Italiener und jetzt glaube ich auch die Gruppe an der Harvard-Universität, das ist der Tom Copper und seine Gruppe, sind große Anhänger des Alemtuzumabs, welches eigentlich aus dem Markt ja eigentlich gezogen worden ist und nicht mehr zur Verfügung steht, offiziell für andere Indikationen außer die Multiple Sklerose. Scheinbar hat diese Kombination hier ganz wichtige Bedeutung, nämlich die Meinung scheint zu sein, dass dieses Alemtuzumab, das Anti-CD52, ganz gezielt die Lymphozyten, die für die Haut zuständig sind, treffen. Ich glaube, dass in den nächsten 2-3 Jahren möglicherweise hier noch interessantere Ergebnisse aus dieser Gruppe an der Harvard-Universität rauskommen werden. Wir haben leider die Erfahrung mit Alemtuzumab in Wien nicht gehabt, weil unsere Onkologen eigentlich zu viel Respekt vor der Substanz haben. De facto die Low-Dose Alemtuzumab, also ein Zehntel der normalen Dosis, ist relativ nebenwirkungsfrei. Die Kollegen in Italien haben sehr gute Erfahrungen in Turin, der Kollege Guaglino. Ich glaube, da kann man sicher noch viel
viel Wissen rausholen. Was wir sehr gerne in Wien machen, wir haben auch eine sehr gute Kooperation mit der Strahlentherapie, ist die Kombination Photopherese mit schnellen Elektronen. Und ich zeige immer hier einer unserer Paradepatienten, denen es im Moment sehr gut geht, kann ich gleich berichten. Der hat, wie Sie sehen, hier eine klassische Facies leonina, also dicke, tiefe Infiltrate mit lymphozytären maligne Zellen. So ein Patient wird auf eine Monotherapie mit Photopherese sicher nicht gut ansprechen. Das wird nicht gut gehen. Er hat also eigentlich nur hier normale Haut. Aber wenn wir dem Patienten natürlich sozusagen eine Tumorentlastung, einen Tumor-Debulking durchführen und dann mit einer Photopherese plus minus Interferon weiter behandeln, dieser Patient ist ein glücklicher Patient, der jetzt schon an dieser Erkrankung über 12 Jahre in fast kompletter Remission lebt. Und ich glaube, das sind wirklich erfolgreiche. Das ist hier Ganzkörper und wie Sie sehen, kurz ein Jahr nach dieser Kombinationstherapie und jetzt sind schon 12 Jahre, wo der Patient eigentlich nur mehr einmal jede 8 Wochen behandelt wird, weil er ist zu Hause in St. Pölten und nicht in Wien und will nicht mehr so oft zu uns kommen. Andere Patienten, hier sehen Sie es ja oft, das war ein interessanter Patient, an und für sich refraktär. An und für sich hat der eine follikuläre Muzinose-Variante gehabt, hat aber auch sehr gut auf die Photopherese angesprochen, ist derzeit auch in seinem 7. Jahr in kompletter Remission und sicher, wenn Sie nur diese Hautbilder sehen, auch in einer exzellenten, verbesserten Lebensqualität. Und ich glaube, das ist hier ganz entscheidend für diese Patienten. Das ist auch der Grund, warum die EOETC schon 2006 die Photopherese als Indikation der ersten Wahl in der Liste für Sézary-Syndrom aufgenommen hat. Und wenn man uns alle anderen Guidelines, die derzeit wichtig sind, nämlich nicht nur die EOETC, sondern auch die UK Guidelines oder auch die National Cancer Institute Guidelines, die publiziert worden sind, und auch unsere IDF Guidelines, die wir voriges Jahr publiziert haben, ist die Photopherese beim kutanen T-Zell-Lymphom, also bei der Sézary-Syndrom-Variante, nach wie vor Therapie der ersten Wahl. Und wir sind jetzt dabei, die Guidelines der EOETC abzudaten. Also ich hoffe, dass wir bis zur Tagung im Oktober in Turin diese neue Guidelines fertig haben. Ist die Photopherese natürlich auch einer der ersten Therapien, die wir beim Sézary-Syndrom empfehlen. Welche neue Daten kann ich noch weiter berichten? Also einerseits, wie ich jetzt schon erwähnt habe, die Daten vom Kollegen Quaglino. Wir haben seine Daten hier bearbeitet. Er hat 51 erythrodematische CTCL, also hauptsächlich Sézary-Syndrom-Patienten mit Photopherese in Kombination auch mit Alemtuzumab seinerzeit behandelt. Und was immer wieder sehr, sehr interessant ist, ist, dass das Clinical Response, die Daten von 63% sind immer ident zu den Daten der ersten Arbeit, die wir im New England Journal of Medicine publiziert haben, nämlich 63% Response und Complete Remission bei refraktären Patienten von 16%. Also es sieht aus, als ob wir das eigentlich abgeschrieben hätten. Und das widerspiegelt sich in fast jeder Studie. Also unser Vorhaben ist derzeit mit dem Professor Trautinger im Rahmen der EOETC auch eine prospektive Studie zu machen, in der wir einfach eine Datenbank zusammenbringen möchten, wo wir einfach wirklich schauen möchten, ob diese Patienten so gut mit der Photopherese rauskommen oder nicht. Also wir werden diese Daten im Sinne nicht einer retrospektiven, sondern einer prospektiven Form sammeln und sehen, ob wir hier mit diesen Daten auch wieder rauskommen können. Wichtige sind, man versucht immer wieder, nicht nur beim Sézary-Syndrom, sondern bei allen anderen Indikationen, immer biologische Marker oder klinische Marker zu identifizieren. Mit dem Kollegen Quaglino sind wir der Meinung, also dass die CD4-CD8-Ratio möglicherweise ein guter Indikator ist, ob die Patienten gute oder schlechte Kandidaten sind. Aber einheitliche Meinung über diese Sachen gibt es nach wie vor nicht. Was sicher sehr interessant ist, sind die Daten, die vor 2 Jahren oder letzten 2 Jahren aus der Klinik von Madeleine Dewitsch aus MD Anderson rausgekommen sind, wo sie eine Daten präsentiert hat, wo die Photopherese nicht nur bei der Sézary-Syndrom-Variante sehr gut funktioniert, sondern möglicherweise auch bei der MF, Stadium 1a. Und diese Arbeit wurde vor nicht so langer Zeit an und für sich in Clinical Lymphoma Myeloma publiziert. Und sie hat hier 19 Patienten
die sehr frühe Form der MF gehabt haben, also Stage 1A, 2A, in einer prospektiven Open-Label-Single-Arm-Multicenter-Studie behandelt. Und sie konnte zeigen, dass 42% dieser Patienten auf die Photophorese angesprochen haben. Und ihre Zusammenfassung ist, dass möglicherweise hier die Blutmitbeteiligung vielleicht doch nicht eine unbedingte Bedingung ist, dass diese Patienten auf die Photophorese ansprechen. Ich bin eher der Meinung, das sind alles Photophorese-Monotherapie. Ich habe ihr angeboten, diese Studie in einer prospektiven Form auch in Europa zusammenzumachen mit der ÖETC. Da ist sie auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen. Ich bin der Meinung, dass wir einfach derzeit die Methoden, in der wir diese Klone, die im Blut zirkulieren, suchen, einfach nicht gut genug sind. Und ich bin sicher, wenn man jetzt diese High-Throughput-PCA, das ja jetzt große Mode geworden ist, auch bei diesen Patienten anwenden, da werden wir sicher den Klon auch im Blut finden und deswegen möglicherweise sprechen diese Patienten an oder nicht. Was wir gemacht haben, weil wir wollten wissen, ob hier die Daten sich auch decken mit der Überlebenszeit, wir haben die ersten drei großen klinischen Studien, die mit der Firma auch gemacht worden sind, noch einmal durchsucht. Wir haben die Überlebensdaten dieser ersten Patienten, die in den 80er Jahren behandelt worden sind, gesammelt und wollten wissen, ob die Patienten tatsächlich länger leben, nämlich Patienten, die nur mit der Photophorese behandelt worden sind. Wir haben das in PPP im Oktober 2012 publiziert und zusammenfassend haben wir die 39 Long-Term-Follow-Up-Patienten gefunden, auch die Todzertifikate und so weiter. Und wir konnten sehen, dass tatsächlich diese Patienten alle mit der Photophorese als Monotherapie länger gelebt haben und eigentlich die Daten, die nur vermutet worden sind, auch mit dieser Studie bestätigt. Zusammenfassend können wir also sagen, die Photophorese ist sicher im Rahmen der erythrodermischen Sézary-Syndrom-Variante nach wie vor, bleibt es hier als Indikation einer der ersten Wahl. Und die große Frage, die wir, glaube ich, noch lösen sollten, ist, sollte man bei gewissen Patienten, ausgewählte Patienten vielleicht, früher die Photophorese anmelden, natürlich im Interesse möglicherweise die Patienten zu heilen, weil wir haben Patienten, die doch 20, 30, 25 Jahre in kompletter Remission geblieben sind mit der Photophorese. Also ich vermute, es sind ganz ausgewählte Patienten. Wir wissen nach wie vor zu wenig über diese Indikation, aber ich glaube, das ist sicher die Frage, ob hier diese Therapie uns helfen könnte. Was ich, glaube ich, ganz kurz noch hier erwähnen möchte, aber ich finde es auch immer interessant, weil die Kosten der Photophorese werden ja immer ein ganz wichtiges Argument in jeder Klinik gebracht. Und die Engländer haben an und für sich die Photophorese zum Beispiel nicht nur für die GVHD, auch für das kutane T-Zell-Lymphom zugelassen, weil sie eine Studie gemacht haben, das ist das York Health Economics Consortium, das ist für die UK an und für sich die offizielle Behörde. Und die haben verglichen die Standardtherapie dieser Patienten mit der Photophorese und haben eindeutig gezeigt, über die Zeit, langfristig gesehen, dass eigentlich die Photophorese effektiver und auch billiger ist als die Standardtherapie, wenn man über die Jahre diese Patienten behandelt. Also ich glaube, das sind Daten, die wir hier auch unseren Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen müssten, um denen zu zeigen, dass die Photophorese, obwohl sie kurzfristig vielleicht teuer aussieht, im Vergleich zu allem, was sonst benutzt wird, eigentlich kostensparend ist. Indikationen ganz kurz, nur die anderen Indikationen. Sie wissen, die Photophorese hat man natürlich in vielen, vielen anderen T-Zell-vermittelte Erkrankungen versucht. Das sind die wichtigen, wo wir noch ein bisschen Daten in der letzten Zeit gesammelt haben. Wenn wir noch in der Hämatologie bleiben, ich glaube, die interessantesten Daten sind die Anwendung der Photophorese bei nicht-dermatologischer T-Zell-Leukämie. Das ist beim PTCL. Und hier haben eine französische Gruppe im Annals of Oncology vor nicht so langer Zeit publiziert, dass möglicherweise die Photophorese bei ausgewählten refraktären Patienten, die eine nachgewiesene klonale Erkrankung haben, eine kurative Wirkung haben könnte. Das sind natürlich sehr kleine Zahl von Patienten, das sind nur 6 Patienten, die behandelt worden sind. Aber das sind natürlich Daten, die wir jetzt nachgehen und wir sind jetzt dabei, eine klinische Studie auf die Beine zu bringen, um zu sehen, ob Patienten, die in diese Gruppe hineinpassen, das ist auch eine sehr seltene Erkrankung, die Photophorese wirklich so gut wirkt, wie diese französische Gruppe berichtet hat. Das ist natürlich an und für sich sehr spannend, würde aber im Rahmen des Sézary-Syndroms zu dieser selben Gruppe von klonalen Erkrankungen
hineinpassen. Ich glaube, da hoffen wir in den nächsten paar Jahren, bessere Daten zu liefern zu können. Wenn wir wirklich nur über Evidence-Based Medicine und Photopherese sprechen, glaube ich, ist die Sklerodermie nach wie vor eine Indikation der ersten Wahl. Und sie ist auch in Kanada offiziell, nicht nur das kutane T-Zinilform, sondern auch in Kanada ist die Photopherese für die systemische Sklerodermie zugelassen, aufgrund der vorhandenen Daten. Es sind nicht viele Daten, aber sind doch beeindruckende Daten. Nach wie vor die alte Studie von Alan Rook, das ist schon 1992 publiziert worden in Archives of Dermatology. Das war eine prospektive, multicenter, zweiarmige Studie, die Photopherese mit Depenicillamin verglichen hat. Früher war das Depenicillamin eine Standardtherapie bei der systemischen Sklerodermie. Und da hat er eindeutig zeigen können, und hier geht es hauptsächlich nur um die Haut, das ist ganz wichtig zu betonen, es geht hier nur um die Haut. Wir glauben, dass möglicherweise auch die Lunge profitiert, aber die Daten sind bei uns noch nicht ausgewertet und es hat niemand etwas Besseres in dieser Richtung publiziert. Aber Besserung der Haut nach 6 Monaten, Photopherese 68%, Depenicillamin 32%. Also eigentlich schon 92 haben wir Daten gehabt, die uns überzeugt haben, dass hier möglicherweise eine zusätzliche Indikation besteht. Wir haben dann eigentlich in einer großen Multicenter-Studie, auch mit Lars French, wo er noch in Philadelphia war, mit Alan Rook, mit Jong Kim, eine prospektiv randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Und das ist sicher meiner Ansicht nach die beste Methode überhaupt, beweisen zu können, ob die Photopherese etwas bringt oder nicht, nämlich prospektiv doppelblind, placebo-kontrolliert. Leider hat die Firma, die diese Studie gesponsert hat, die Geduld mit uns verloren. Wir haben nur 64 von 80 geplante Patienten gesammelt und die haben dann gesagt, wir tun diese Studie nicht mehr unterstützen. Und damit konnten wir natürlich die absolute statistische Signifikanz nicht erreichen. Aber prinzipiell war der Trend eindeutig, dass die Hautbesserung bei der Photopherese-behandelten Gruppe, wie auch bei Beteiligung der Gelenke, im Arm der echten Photopherese-Gruppe stand. Und diese Daten haben an und für sich genügt, um in Kanada ein grünes Licht für die Photopherese, für die systemische Sklerodermie zu zeigen. Es gibt auch andere Studien, die wir jetzt nicht besprechen möchten, aber eine sehr schöne Übersichtsarbeit, die ist im November 2014 auch publiziert worden, eine Übersichtsarbeit über Phototherapien bei Autoimmunerkrankungen. Und hier sieht man sehr schön auch, dass das Evidence-Label für die Photopherese eigentlich 1b ist. Das ist eigentlich sehr, sehr gut im Vergleich zu den anderen vorhandenen Therapien, die wir haben. Das sind natürlich nicht viele Daten, aber sie sind sehr, ich würde sagen, sehr vielversprechend und vor kurzem publiziert worden. Bei uns in Wien haben wir einen großen Enthusiasmus an und für sich, was die lokalisierte Sklerodermie, also die pansklerotische Morphia zum Beispiel, angeht. Wir haben jetzt mit Frau Dr. Just 18 Patienten in einer Studie, wo wir 20 Patienten sammeln wollen. Das sind nur refraktäre Patienten natürlich, weil es gibt ja viele andere Therapien, wo die Patienten sehr gut ansprechen. Aber von diesen 8 wirklich echt refraktären generalisierten Morphia-Patienten haben wir 12 Patienten an und für sich identifiziert, die sich deutlich gebessert haben. Es ist die Frage natürlich, ob wir Innsbruck hier gerne mit uns kooperieren möchten, würden wir natürlich gerne gemeinsam noch mehr Daten sammeln, um zu sehen, ob diese Daten wirklich auch auswärts sehr schön reproduzieren lassen. Aber hier ist das, glaube ich, sehr vielversprechend. Das war einer unserer Patienten, wo sich die Haut wirklich signifikant gebessert hat, die Lebensqualität natürlich auch. Und was wir auch beobachtet haben, ist, bei manchen dieser Patienten hören wir mit der Therapie auf und der Kranken kommt wieder. Das heißt, wir müssen sie wieder behandeln. Also wir können das anhand desselben Patienten, diesen Therapieerfolg dokumentieren. Das ist unsere Zusammenfassung. Im Moment natürlich, dass die Photopherese für diese Gruppe von Patienten, für therapieresistente lokalisierte Sklerodermie, eigentlich vielversprechend ist. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist natürlich die objektive Erfassung des Therapieerfolges. Da tun wir uns ein bisschen schwer. Biopsien, Ultraschall, das sind alle Methoden, die öfters publiziert worden sind, aber es gibt keine Standardtherapie, die von allen Leuten unterstützt werden. Aber ich glaube, das ist sicher die wichtigste Methode hier, das zu dokumentieren. Nur so am Rande wollte ich auch diesen Case Report erwähnen, wo auch die refraktäre nekrobiotische Xantogranulome
mit der Photophorese erfolgreich behandelt worden sind. Und hier sieht man auch sehr schön die klinischen Bilder. Also scheinbar hat die Photophorese eine Wirkung auf fibrosierende Erkrankungen der Haut zu tun. Weil das ist alles der gemeinsame Nenner, ob es GVHD ist, nephrogene fibrosierende Dermopathie oder Sklerodermie. Atopische Dermatitis, natürlich, hier gibt es auch Patienten, die erythrodermische Variante sozusagen sein können. Viele Kollegen waren der Meinung, die atopische Dermatitis müsste mit der Photophorese gut gehen. Wir haben bis jetzt 6 halbwegs relevante Studien, aber ich würde sagen, sie sind alle nicht überzeugend. Und das Wichtige bei der atopischen Dermatitis, das ist so eine leicht psychisch auch beeinflussbare Erkrankung. Ich glaube, wir brauchen eine kontrollierte Studie. Nur dann können wir eindeutig sagen, dass die Daten, auch der Kollege Wolf in Graz hat vor kurzem eine Studie publiziert bei refraktären Patienten, wo er der Meinung war, dass hier die Photophorese positiv sich ausgewirkt hat. Aber um wirklich beweisen zu können, brauchen wir hier kontrollierte Studie. Wir brauchen einen Kontrollarm. Die sind natürlich sehr schwer durchzuführen, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung für die zukünftige Dermatologie. Wenn wir die Dermatologie ein bisschen verlassen im Bereich der Transplantation, hier tut sich sehr, sehr viel mit der Photophorese. In der letzten Zeit besonders, was die solide Organtransplantation angeht. Nur ganz kurz, die wichtigste Arbeit, die uns alle inspiriert hat, der Mark Barr, ist derzeit der FDA-Berater eigentlich für solide Organtransplantationsmedizin. Er war der Erstautor der wichtigsten Arbeit auf diesem Gebiet. Er konnte sehr schön nachweisen, dass die Photophorese für die Prävention der Abstoßungsreaktion bei Herztransplantierten eine sehr positive Wirkung zeigt. Diese Daten sind eigentlich in unserer Gruppe mit Zusammenarbeit mit den Lungentransplantieren in Wien auch bestätigt worden. Und das Wichtigste ist nämlich nicht nur, dass die Zahl der Abstoßungsepisoden reduziert werden. Das ist sicher sehr interessant. Aber das Wichtigste war natürlich, und das ist der Ziel der Photophorese bei diesen Patienten, wir können die immunsuppressive Therapie reduzieren. Und damit können wir natürlich auch die Infektionsrate reduzieren. Und das ist, was diese Patienten natürlich besonders von dieser Wirkung ist, profitieren die Patienten am meisten. Wir haben zuerst eine Pilotstudie gemacht mit 35 Patienten. Da haben wir 20 Patienten, die auf diese Therapie angesprochen haben, 10, die nicht angesprochen haben. Und das Wichtigste, und das ist an und für sich, was uns immer motiviert hat, es gibt Patienten, wo die Lungenfunktion eindeutig runtergeht, wo die maximale immunsuppressive Therapie keine Wirkung hat. Wir steigen hier mit der Photophorese ein und nach etwa 1 bis 2 Monaten können wir diesen rapiden Verfall sozusagen der Lungenfunktion bremsen. In manchen Fällen sogar können die Patienten wieder signifikant besser werden. Aber das Wichtigste an und für sich, wenn man die Gesamtzahl der Publikationen auch aus der Schweiz und die letzten jetzt aus St. Louis in Missouri zeigen, ist, dass die Photophorese, mit Hilfe der Photophorese hier, diese Patienten können wir die Stabilisierung der Lungenfunktion erreichen. Und unsere Empfehlung aus diesem Grund natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine Empfehlung, die wir für alle Indikationen immer wieder auch in den letzten 2, 3 Jahren besonders betonen müssen, ist, dass der richtige zeitliche Einsatz der Photophorese ganz, ganz wichtig ist. Desto früher wir mit der Photophorese beginnen, desto größer die Chance, dass diese Patienten auch diese Therapie ansprechen werden. Und aus diesem Grund haben wir jetzt eine Studie in Wien vor, mit dem Kollegen Jaksch. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 3 Monaten mit dieser Studie beginnen, also die Photophorese als Induktionstherapie, beziehungsweise versuchen wir hier die Abstoßungsreaktion vielleicht zu vermeiden. Da werden die Patienten natürlich innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden nach der Transplantation gleich im Intensivraum mit der Photophorese behandelt. Wir haben schon eine Zahl von Patienten so behandelt und die Ergebnisse waren gut genug, dass die Lungentransplanteure der Meinung sind, das ist die Richtung, in der wir hier die Photophorese untersuchen sollten. Also zusammenfassend für die solide Organtransplantation, ich glaube, die Daten sind sehr vielversprechend und nach wie vor natürlich relativ nebenwirkungsfreie Therapie. Und ich hoffe, dass die zukünftigen Studien unsere Vermutungen wirklich bestätigen werden. Die Hauptindikation, was die Zahl der Behandlungen angeht natürlich, ist die Anwendung der Photophorese im Bereich der allogenen Knochenmarkstransplantation, sowohl akut wie chronisch. Die wichtigste Arbeit, die an und für sich immer wieder zitiert wird, ist die Arbeit, die wir mit Frau Professor Greinix
die uns leider ja in Wien jetzt verlassen hat und in Graz ihre Forschungen fortsetzen wird, ist diese Studie, wo wir wohl sowohl bei der akuten wie auch bei der chronischen GVHD sehr schön dokumentieren konnten, dass die Photopherese von großer Bedeutung sein könnte. Und ganz wichtig ist eigentlich diese Publikation, die vor kurzem in BBMT erschienen worden ist. Und für uns wichtig ist, dass der Kollege Gérard Saucier aus Frankreich auch hier mitgemacht hat, weil er ein ganz objektiver, scharfer Kritiker aller neuen Therapiemethoden ist. Und er hat eigentlich zugegeben, dass diese Vergleichsstudie sehr schön zeigen konnte, dass die Photopherese eine bessere Überlebensdaten hat als die klassische, also die von ihm unterstützte klassische Therapie bei der Behandlung der GVHD, die sogenannte Antizytokin-Therapie. Und das ist auch noch für sich ein Grund, warum jetzt in Frankreich mehr die Photopherese von den Knochenmarkstransporteuren auch mehr benutzt werden wird. Was die Lebensqualität auch angeht, vor kurzem eine sehr schöne Studie aus der Gruppe in England, wo sehr schön gezeigt worden ist, auch dass bei der refraktären chronischen GVHD die Photopherese natürlich eine Verbesserung der Lebensqualität zeigen kann. Aber es ist gut zu sehen, dass man das auch mit Zahlen dokumentieren kann. Wichtig vielleicht zu erwähnen, und das ist, was sich immer wieder reproduzieren lässt von dieser Arbeit, die wir publiziert haben mit Frau Professor Greinix, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Steroiden, das hochdosierte Cortison, signifikant reduziert werden kann, auch bei der akuten GVHD. Und das sind an und für sich die Daten, die uns von Anfang an inspiriert haben. Sie sehen hier die ersten 6 Patienten, hochdosiertes Cortison, und hier beginnen wir mit der Photopherese. Und etwa nach 5 Behandlungen konnten bei diesen Patienten schon die Steroiddosis signifikant reduziert oder abgesetzt werden. Und das natürlich ist dann verbunden mit einer Reduktion der Infektionsrate in einer signifikanten Form. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle, wo wir hier mit der Photopherese was beitragen können. Also, wie gesagt, die Daten, die wir mit Frau Professor Greinix auch abgedatet haben in der letzten Zeit, sprechen dafür, dass die Wahrscheinlichkeit der Überlebenszeit über 4 Jahre bei der Stammzelltransplantation ist 91%, wenn es eine komplette Remission zur Photopherese gibt, und nur 11%, wenn sie nicht auf die Photopherese ansprechen. Und glaube ich, ganz, ganz wichtig, das sind die neuesten Daten, die wir mit ihr zusammengefasst haben, ist natürlich hier dasselbe Spiel. Desto früher wir mit der Photopherese hineinsteigen, also beim Grad 2 der akuten GVHD, desto höher die Responserate. Zusammenfassung für die akute GVHD, also an und für sich ist die Photopherese effektiv und sicher auch eine sichere Therapie. Ob sie bei der Darm-GVHD so gut wirkt, da scheiden die Geister wieder. Es gibt Kollegen, die meinen, ja, wir sind nicht so überzeugt. Da, glaube ich, muss man noch mehrere Studien machen in dieser Richtung. Die letzte Studie, die noch nicht publiziert worden ist, aber im Press, da haben sie eine sehr schöne Übersichtsarbeit, wenn sie darüber nachschauen möchten. Das ist in Transfusion Apheresis Science von John Levine. Der ist in den USA eigentlich ein pädiatrischer Onkologe, der hier sehr viel Erfahrung mit der Photopherese hat, und das ist eine sehr schöne Übersichtsarbeit. Und das Wichtige und der Grund, warum ich auch diese Arbeit erwähne, ist, weil wir uns nicht die retrospektive Studien anschauen wollen, sondern die prospektiven. Ich glaube, das sind sicher die wichtigen, die in Zukunft mehr Wertigkeit haben werden. Und Sie sehen sehr schön, Overall Response bei der prospektiven Studie 68% bzw. 83%. Also diese retrospektive Analysen fallen genau in demselben Bereich wie diese 2 prospektiven Studien. Und ich glaube, das ist die Bedeutung dieser Tabelle, wenn wir uns die Gesamtdaten anschauen wollen. Was die chronische GVHD anbelangt, glaube ich, wenn man die Guidelines von den ganzen Kollegen anschaut, ist eigentlich die Photopherese jetzt eine etablierte Second-Line-Therapy nach Steroidanwendung. Und die Responseraten lassen sich an und für sich reproduzieren, und natürlich unser Vorhaben ist hier auch dasselbe mit der Photopherese innerhalb den ersten 48 Stunden nach einer Knochenmarkstransplantation auch zu beginnen, um zu sehen, ob wir hier die GVHD besser kontrollieren können. Mein Problem und der große Streit mit den Hämatologen ist natürlich, ich bin der Meinung, wir sollten die Photopherese nicht zu oft bei diesen Patienten benutzen. Erstens bei den Frühtransplantierten gibt es nicht viele Zellen. Die Photopherese ist zytoreduktiv,
Und ich befürchte, dass wir eines Tages, wenn wir zu viel Photopherese zu früh machen, möglicherweise dieses berühmte Graft-versus-Leukemie-Effekt neutralisieren könnten. Und dann 10, 15 Jahre später kriegen Patienten wieder ihr Rezidiv, ihre Leukämie, die sie vielleicht nicht bekommen hätten, wenn wir sie nicht so intensiv behandeln. Frau Professor Greinix ist nicht dieser Meinung. Da glaube ich, da muss man einfach die Daten genau sammeln und sehen, wie das in 10 Jahren aussieht. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, auch mit so einer scheinbaren sicheren Therapie. Was die chronische GVHD anbelangt, ist hier auch eine Arbeit, die erst gerade publiziert wurde. Das ist online und die kann man runterladen von Dan Curiel, der war auch von Anfang an in MD Anderson in den USA, hat auch eine sehr schöne Zusammenfassung bei der chronischen GVHD gebracht. Also wie gesagt, die Nebenwirkungen bei allen diesen Therapien sind sehr gering. Eine Immunosuppression konnte tatsächlich nicht nachgewiesen werden. Und ich glaube, das ist ja das, was wir mit der Photopherese erreichen wollen, die Reduktion der Anwendung von anderen Immunsuppressiva. Mechanismen, wie funktioniert die Photopherese, ganz große Herausforderung. Wir können diese Details natürlich jetzt nicht alle diskutieren, wir haben die Zeit nicht dafür. Nach wie vor, die Apoptose ist sicher ein wichtiger Bestandteil dieser Therapie, da hat sich nichts geändert. Die Frage ist, wie sich diese Apoptose immunologisch auswirkt. Die Induktion von tolerogenen dendritischen Zellen, antigenpräsentierenden Zellen, sind in den letzten 2 Jahren sehr schön dokumentiert worden. Auch eine Übersichtsarbeit vom Rick Edelson wieder. Aber die wichtigste Arbeit ist von Madeleine Dewitt, die auch sehr schön zeigen konnte, dass bei dem kutanen T-Zell-Lymphom wie auch bei der GVHD die Photopherese die erkrankungsspezifischen dendritischen Zellen induzieren kann. Also diese Arbeit, glaube ich, ist eine der schönsten Synthesen, wo man eigentlich diese Erkrankungen unter einem Dach bringen kann. Nach wie vor sicher ist diese Arbeit, die muss man, glaube ich, doch immer wieder erwähnen, die kommt von der Gruppe vom Kollegen Thomas Schwarz. Das ist sicher die erste Arbeit, wo man wirklich gezeigt hat, dass die Photopherese eine immunologische, immunmodulierende Wirkung hat, nämlich die Induktion von antigenspezifischen regulatorischen T-Zellen. Und in den letzten Jahren sind klinische Studien gemacht worden, wo man auch das am Patienten sehr schön nachweisen konnte. Die letzte Arbeit vom Edelson, und die hat er auch jetzt in einem sehr schönen Vortrag bei der letzten Tagung in Atlanta bei der SID wieder unterstützt. Seine Theorie, wie das funktioniert mit der Photopherese, die hat er schon 2013 auch publiziert, ist, dass die Photopherese durch den Kontakt der Monozyten an der Plastikoberfläche dendritische Zellen induziert werden. Und ganz interessant an und für sich ist, er ist der Meinung, dass die Thrombozyten hier und das Fibrinogen eine ganz wichtige Rolle spielen bei dieser gesamten Reaktion auf die Photopherese. Nämlich diese aktivierten Thrombozyten, wie auch das Fibrinogen, welches sich auf der Plastikoberfläche befindet, reichen genug, sind unbedingt notwendig, damit diese aktivierten Monozyten sich an der Plastikoberfläche haften können. Die werden dann aktivieren und werden dann in dendritischen Zellen umgewandelt. Er versucht aus der Photopherese jetzt ein neues Therapieverfahren in die Welt zu bringen, indem er jetzt diese dendritischen Zellen ex vivo kultiviert, mit Peptiden expandiert und die Patienten dann impft. Klinische Daten haben wir in dieser Richtung leider noch nicht gesehen. Also was die Anwendung auch in den nächsten Jahren, glaube ich, angeht, wir haben auch im Interesse der Dermatologie mit dem European Dermatology Forum Consensus Guidelines für die Photopherese zusammengestellt. Also wer sich für die Photopherese interessiert, glaube ich, haben wir hier eine sehr schöne Zusammenfassung, wie oft, wann und wie lange wir Patienten behandeln wollen. Die wichtigsten Indikationen, die publiziert werden, haben wir hier inkludiert. Es sind 40 Co-Autoren, die mit mir das zusammengefasst haben. Auch für jedes Fach habe ich mir natürlich die Fachexperten geholt, inklusive Mark Barr aus USA oder die Professor Greinix, damit niemand sagen kann, dass das hier nur eine Dermatologenmeinung ist. Ne? Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Dokument, wo wir hier von der Dermatologie aus die Photopherese steuern können. Hier auch die Leitlinien von den deutschen Kollegen, die vor nicht so langer Zeit auch publiziert worden sind. Und hier das neueste Gerät, das wir jetzt hier auch in der Klinik in Wien anwenden, wo wir hoffen, dass wir auch dieselben Ergebnisse erreichen können, die wir mit den letzten Geräten erreicht haben. Aber das Wichtige, glaube ich, ist, und das ist die wichtigste Message dieses Vortrages an und für sich,
ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass an und für sich die Dermatologie die Meister der Fotomedizin sein sollte und bleiben sollte. Und ich glaube, das ist das Schöne, was wir auch in Wien zeigen konnten, ist, dass die Zusammenarbeit, die interdisziplinäre Arbeit mit den anderen Fächern ganz, ganz wichtig ist. Aber im Zentrum ist natürlich die Fotoimmunologie und die Fotomedizin, und das sollten wir, glaube ich, mit uns behalten, wenn es geht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, das ist extrem eindrucksvoll, und ich glaube,